europäischen Titelkämpfe in Helsinki. Sie ist nur 18, denn nach der Pflicht hat er einen Blackout am Stufenbahren zweimal gestürzt. Ihr erster Sprung ebenfalls. Honda, Zickflag und der Salto rückwärts mit ganzer Drehung. Aber auch sie kommt nicht zum Stand. Ja, alle haben gerätselt. Was war los mit ihr am Stufenbahren? Sie kann sicherlich hier nicht mehr vorne in der Einzelwertung mitspielen. Im Mehrkampf auf keinen Fall. Aber sie kann sich noch für das eine oder andere Gerätefinale qualifizieren. Es gab Tränen und Enttäuschung. Das ist klar. Aber sie ist jung genug, um das vielleicht schon bei anderer Gelegenheit wieder wettzumachen. 9,85. Die erste Wertung für Jelena Shushunova. Wenn sie steht, ist sie eine 9,9 sicher. Ja, nicht ganz hundertprozentig zum Stand gekommen, aber ich denke schon, dass die Kampfrichterinnen